als Schlabberletzi. Ja, die Kinderchen, die also in dem berühmten Kinderstühlchen gefüttert wurden, kriegen zunächst einmal ein Schlabberletzi im Jahre, damit sie sich nicht das schöne Jäckchen, was sie da drunter anhatten, beschlabbert hätte. Denn beim Essen ist ja klar, ging auch ans Jettenheffen und wenn das in dem Schlabberletzi war oder ob dem Schlabberletzi war, war das nicht schlimm. Ich erinnere mich, unsere Kinder, die hatten eine Schlabberletzi, da war unten eine Falte. Das heißt, das war dann wie so ein Täschchen. Je nachdem, wie viel die Schlabbert wurde, war das Täschchen oder die Falte wieder halb voll. Da kommt man noch einmal ein Löffelchen voll machen. Schlabberletzchen muss man da haben. Jedes Kind doch heutzutage noch. Schlabberletzchen geht das immer noch. Das sind die kleinen Lätzchen, die man Kinder fürbiet, wenn man das erste Mal praktisch jetzt Essen fördern geht. Ne? Ja? Und dann sieht man auch, hey, Schlabberletzchen. Schlabbere heißt ja, dass ich praktisch ein bisschen speien darf, ein bisschen severen darf, das Essen ein bisschen aus dem Mund laufen lassen, wie das kleine Pinsel so tun. Die schlabberen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kriegen die Lätzchen umgebunden, ein kleines Stückchen Stoff mit Bändelchen. Und dann steht dann Mamas Liebling drauf. Ne? Oder Essen ist gesund, ne? Mach dich Google rund. Alle möglichen Sachen wurden da drauf geschrieben. Schlabberletzi war immer etwas besonders Schönes. Wie die jede Tür noch.